So, hallo, ich freue mich, dass ihr mein Video wieder schaut. Heute geht es um ein Thema von meinem Trockenanzug, wo die Gummimanschetten kaputt sind. Ich nehme das mal kurz, ich zeige das mal. Ich habe hier die Hose auf dem Links zu legen. So sieht so eine Gummimanschette aus. Da guckt praktisch das Bein unten raus. Und auf der anderen Seite sind schon einige Zersetzungserscheinungen, da ist es eingerissen. Es ist auch viel breiter, also man merkt, dass das nicht mehr dichtet. Und nun kann man sich diese Gummimanschetten besorgen und einkleben und dann in 10 Jahren wieder von vorne anfangen. Und ich bin der Meinung, ich wollte mir also so eine Art Dichtsocke nähen. Es gibt Trockenanzüge, die solche Socken haben. Und ich wollte mal zeigen, wenn man jetzt so etwas hat, das hängt ja überhaupt mit Nähen zusammen, wie man einen Schnitt sich dafür erstellt und wie man das machen kann, wie man den Schaden beheben kann. So, ich habe jetzt hier einen Beleg. Den Stoff, den ich für diese Dichtsocke verwenden würde, ist ein Zeltbodenstoff aus Nylon, PU beschichtet, 10 Meter Wassersäule. Den habe ich auch unter meinen Zelten verwendet. Der scheint mir doch ziemlich gut wasserdicht zu sein. So, um jetzt einen Schnitt für eine Dichtsocke anzufertigen, habe ich mir erstmal Papier zugeschnitten in eine bestimmte Form. Ich tue mal meinen Fuß rauf, damit man mal sieht, wie so die Vorgehensweise ist. Hinten kommen Abnäher ran an die Ecke. Der wird so umgelegt und man kann sich vorstellen, dass der in etwa die Form des Fußes mitmacht. Und dann ist hier an die Seite ein Teil rangenäht, das ist das andere Teil. Das geht praktisch nach oben. Ich zeige das mal. Und geht dann da so rum. Das habe ich am Fuß praktisch so lange probiert, bis das einigermaßen in der Form stimmte. Und dieses habe ich dann ausgeschnitten aus einem Bettlaken, Stoff zur Anprobe. Das ist jetzt so ein Bettlaken-Stoffstück. Ich hatte das dann ausgeschnitten in der Form, wie auch diese Papierstücken sind, zusammengenäht, um den Fuß gemacht. Der Fuß muss ja auch rein und raus. Der muss ja von innen praktisch immer reingefädelt werden und raus. Muss ja am Spann genug Platz haben. Und dann habe ich das Stück eben so zugenäht und habe da, wo überflüssig Stoff war, immer wieder Abnäher gesetzt, immer wieder abgenäht und das so weit beschnitten, dass ich jetzt diese Form ergibt für die beiden Teile. Das ist das Teil, was nach oben geht. Das ist das, was unterm Fuß ist. Vorne ergibt sich so eine Form. Der Fuß sitzt hier vorne drin und wird so zusammengenäht. In der Mitte läuft die Naht dann hoch. Gut. Und den lege ich natürlich jetzt hier auf meinen Zeltbodenstoff und zeichne den an. So sieht das aus, wenn diese Socke angenäht ist. Die Nähte hier drin, die sind jetzt innen alle. Ich habe zuerst dieses Stück zusammengenäht, aber nur ein kurzes Stück und dann an die Hose oben rangenäht. Und dann habe ich das Ganze durchgezogen, also auf links, und habe den Schuh hier, habe diese Naht gemacht, habe hier vorne die Naht gemacht und zum Schluss vorne noch die kurze Naht. So, und dann habe ich es auch mal anprobiert. Das geht einigermaßen. Es ist ein bisschen groß alles, aber gut, besser zu groß als zu klein. Das nächste ist hier noch ein Nahtdichter, den ich verwende, um die Nähte besser wasserdicht zu bekommen. So, jetzt zeige ich hier nochmal die Nahteinlichtung und hier habe ich es gemacht. Und das vordere Stück mache ich dann später, weil das immer so ein bisschen, da hat es sich schon abgedrückt an einer Stelle. So, jetzt wollte ich nochmal das Endprodukt zeigen. Wenn ich das anhabe, hier vorne, ist insgesamt noch ein bisschen groß geworden, aber ein bisschen Luft. Aber ich hoffe, dass es dicht auch ist.